Morgen, Leute, aus Laguna Beach. Der letzte Tag leider schon von unserer USA-Reise. Aber zum Ende dachte ich mir, muss einmal laufen gehen, Leute. Auch wenn es die ganze Zeit so hoch und runter geht. Hier unten geht es so ein bisschen. Ich glaube, weil ich die ganze Zeit im Kreis, aber nur an diesem wunderschönen Strand entlang. Laguna Beach ist wirklich, hier ist an der Pazifikküste, mein Lieblingsort. Also wenn ich irgendwann mal auswandere, sowas hier, wäre schon verdammt cool. Aber jetzt erst mal weitergelaufen, dann bis bestimmt. Morgen! Das sieht doch gut aus. Pancakes hinterher sich. Schön. French Toast, alles ja klar. Bisschen gesundes Granola hier. Ganz wichtig, nach dem Laufen muss die Energie auch wieder zufallen. Ich bin ja auch gelaufen. Wohin? Und vom Hotelzimmer runter. Also, wir haben es auch. Bis zum Ozean seid ihr gelaufen. Da muss man euch erstmal nachmachen. Ne? Das ist das letzte Mal, dass wir den Blick jetzt hier gerade haben, bevor es zurück zum Flughafen geht. Aber es ist auch genug gesund, denn bevor es zurückgeht, muss ich eine Sache noch machen. Und zwar rein in den amerikanischen Supermarkt Süßigkeiten kaufen. Und zwar American Candy kaufen, Leute. Beim Supermarkt, beim Ross. Ja, wir können nicht nach Hause gehen, ohne ein bisschen was mitgenommen zu haben, ne? Nee. Das ist ja... So wie ich dich kenne, ist da in deinem Koffer eh schon Zeug. In meinem Koffer ist schon was, aber ich tue mir noch mehr jetzt. Eigentlich diese ekligsten Sachen, das darf ich euch gar nicht zeigen, dass ich mir das hole. Fruit by the Food. Oh, ist so geil. Das ist so geil. Hershey Crunchers. Was? Mike und Ike sind ausverkauft. Sorry for the inconvenience. Da ist nichts drin. Nein. Gut, dass ich schon welche eingepackt habe. Skittles als Ersatz. Swedish Fish geht auch mal. Grüße an Jonte, gehen raus. Ah, Pepperidge Farm. Soft Baked Cookies und zwar Oatmeal Milk Chocolate. Diesen Killer. Oh. Jet Puff Fun Mellow. Schon geil, aber nee. Wo sind Pop-Tarts? Ja, hier sind Pop-Tarts. Cookies and Cream. Ich weiß, die kann man auch in Deutschland kaufen. In Deutschland kostet ein Ding so 6 Euro oder sowas. Und hier sind das umgerechnet vielleicht 2,70 Euro oder so. Brown Sugar Cinnamon. Sieht das aus, als ob ich ein Problem hätte? Nö, ja, alles gut. Wenn du genug Platz hast im Koffer. Kati, guck nicht so. Du holst dir auch was heimlich, wenn die Kamera Nein. aus ist. Ja, ja, genau. Genau. So. Einfach so eine geile Salsa. Guck, sowas gab es in Deutschland nicht. So einfach so eine Auswahl verschiedener gekühlten geilen Salsa. Das für Auswahl in verschiedenen Guacamole. Für amerikanische Supermärkte schon richtig geil, muss ich sagen. Richtig geil. Die liegen direkt auf meinem Weg. Was ist das hier unten denn? Auch kleine Herzen. Vielleicht schmecken sie. Ah, was ist das denn? Nee, brauche ich nicht. Man muss ja nicht alles kaufen, ne? Ein paar Kisses noch. Ein paar Kisses? Nee, das ist Schokolade. Mädchen, weißt du, bei so einer American Candy Süßigkeiten-Auswahlsuche, da ist ganz wichtig, dass man sich nicht verführen lässt und nicht einfach alles mitnimmt. Ja, ja. Nur ausgewählte Sachen. Ja. Nur das Wichtigste, ne? Richtig. Typisch amerikanische Süßigkeiten. Haribo Golf Beers, die Original. Boah, Twinkies sind schon ekelhaft, oder? Nee, dabei bleibt es jetzt hier. Okay, ich hab genug. Boah, guck dir das mal an. Sieht auch geil aus, oder? So als Frühstück, morgen früh im Flugzeug? Es gibt Frühstück im Flugzeug. Ach, es gibt Frühstück im Flugzeug. Ja, ausnahmsweise. Aber die sind sogar? Na gut. Dann shoppen wir jetzt mal. Das ist gut, dass es an diesen Self-Service-Checkout-Dinger keine Kassiererin kann dann irgendwie judgen. Was man hier kauft. Nicht mal so Alibi-Obst noch dazu kaufen oder so. Ja, genau, Alibi-Obst. Thank you, thank you. Weißt du, mein Motto im Leben ist ja, eat healthy, stay healthy, run a lot und dann viele Candy essen. Und auf gar keinen Fall heute Flug verpassen, okay? Auf gar keinen Fall. was hast du da in der Hand? Was hast du in der Hand? Zeig! Los, zeig! Zeig, was du hast! Peinlich! Wer kauft sowas das, denn? Das ist ja das unglaublich. Das gab's, als ich ein kleines Kind war, gab's das auch in Deutschland. Ist dir nicht peinlich, mit sowas rumzulaufen? Ja, ist es. Deswegen habe ich es versteckt. Aber als Kind gab es das in Deutschland. Und ich fand das immer witzig. Und es ist so eine Kindheitserinnerung. Das gibt es aber nicht mehr in Deutschland zu kaufen. Das ist eine Lunchbox. Ja, Kekse und so Käse. Das ist ekelhafter Käse und Cookies. Ich würde sowas nicht essen. Ich esse nur sowas hier. Eine Sache ist heute ganz wichtig, Leute. Ich würde auf keinen Fall Flug verpassen. Das ist so ein geiles Auto, Leute. Ah. Wisst ihr noch, als wir bei der Achterbahn gedriftet sind? Was dann? Genau den Vlog laden wir gerade noch hoch hier. Schade. Schau dir das an, Kokoscurry mit Chicken, schon geil, ne? Und dann hier ein Fireplace einfach zu haben, an der frischen Luft zu sein, im Flughafen drin, außerhalb vom Terminal. Wir sind einfach hier in der Lounge, Starlines Lounge, hier am Flughafen Los Angeles. Ist schon ein geiler Ort, da kann man mal 2 bis 3 Stunden zu früh am Flughafen sein wegen Kati, ne? Wir hatten einen absolut gesunden Koffer, den wir auch haben mussten.
wenn viel Verkehr gewesen wäre zum Beispiel, wir hatten fast einen Unfall. Das stimmt, ey, wir wurden fast geteabornt. So ein, zwei Kilometer bevor wir ins Parkhaus gekommen sind, wo wir das Auto zurückgegeben haben. Kathi ist gerade ausgefahren, einer ist links abgebogen, hat uns übersehen. Mit so einem riesigen Truck, mit so einem riesigen Utility-Truck und ist bam, fast in uns reingefahren. Kathi muss richtig so ausweichen. Hast gut gemacht. Sonst wären wir fast, das wäre böse gewesen. Also Auto kaputt und wir hätten uns mit Sicherheit verletzt. Wäre schon. Zurück in Köln. Ich sitze zu Hause. Noch nicht ganz. Es geht auch noch nicht nach Hause. Es wird gearbeitet dort, ja? Wir haben ja noch was vor bei uns in der Base im Büro. Aber erstmal müssen wir da hinkommen, ohne zu erfrieren. Es wird kalt wieder hier in Deutschland. Weißt du, was wir machen müssen? Ja. Und was? Endlich mal das Studio fertig machen. Richtig? Also fertig machen, dafür reicht die Energie heute nicht. Aber zumindest eine wichtige Sache. Machen wir jetzt. Welcome back in the base. Dum 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 bum bum. Hallo! Hey! Tim, wir haben jetzt einen langen Flug hinter uns. Gerade eben bin ich fast eingeschlafen. Jetzt bin ich gerade wieder voll aktiv. Wir müssen uns ein bisschen vorbereiten. Ich meine, wir hatten einen über 10 Stunden Flug, wo wir übrigens 2 Stunden auf dem Rollfeld zusätzlich saßen, weil die Toiletten verstopft waren. Kein Witz. Ja, einfach eingefroren. Der Toilettentank vom Hinflug, der muss ja geleert werden in den USA. Der ist aber den eingefroren, da haben die es nicht rausbekommen. Weil 2 Stunden lang mussten wir warten. Da haben sie so einen Föhn versucht, so warm zu machen. Ich will nicht wissen, wie die das gemacht haben. Aber irgendwann hat der Pilot gesagt, wir haben die Verstopfung gelöst und können innerhalb der nächsten 30 Minuten abfliegen. Alle haben geklatscht, Leute. Dann ging's los. Ja, dann sind wir über Nacht geflogen. Nochmal 9 Stunden Zeitunterschied oben drauf geklatscht, warum auch nicht. Also unsere Körper sind ein bisschen durcheinander. Wir müssen Sportübungen machen. Nö, Jogginghose am Start hier. Neue Spiegel-Jogginghose am Start. Könnt ihr euch holen auf spiegel.de. Was machen wir? Erstmal, wer jetzt schneller 5 Liegestütze schafft. Ja, genau, du hast viel früher angefangen. Jo, du zu langsam bist. Ich hab vergessen zu zählen. Ich jetzt hier, wer zuerst 5 von den Dinger macht. Zack, zack. Ne, du musst ja... Komm, ein bisschen Power. Wir müssen jetzt hier wieder richtig aktiv sein auf jeden Fall. Bis hier ist im Studio noch zu leer. Wir haben nur das hier am Start. Nur unser Sofa, aber ich soll ja noch einen Schreibtisch hin. Und nicht irgendeinen Schreibtisch, sondern ich habe mir gedacht, der muss richtig übertrieben sein. Der muss so übertrieben sein, dass man merkt, dass es ironisch übertrieben sein soll. Ich wollte so was Amerikanisches haben, so einen richtigen Donald Trump Schreibtisch. Boah, jetzt reicht's aber, du kleiner Alter. Der Schreibtisch ist endlich da. Er ist ein bisschen röter, als wir uns gedacht haben. Ich habe wirklich monatelang gesucht nach einem passenden Schreibtisch, weil ich wollte so einen fetten haben. Und wir wollten einen haben, der hier unten zu ist, wo man nichts mehr sehen kann. Und das ist hier so. Seht ihr meine Beine? Seht ihr nicht? Das, ja gut, das ist vielleicht schon. Nee, auch nicht. Mein Doch, Fuß, da, dein Fuß. Aber mir war halt ganz wichtig, dass ich so einen fetten, eindrucksvollen Schreibtisch hier habe, der so richtig übertrieben ist. Und ich glaube, das ist uns hiermit gelungen. Jetzt können wir mal gucken, wie wir es hier wirklich für die richtige Kameraperspektive am Ende hinstellen.
Ungefähr so sollen die Möbel dann hier am Ende stehen, Leute. Und hier wird dann der Gast sein. Niklas hat sich gerade einfach mal hingesetzt. Da hast du überhaupt schon Hallo gesagt im Vlog heute? Ich glaube, heute noch nicht. Na, wie geht's? Alles gut? Da ist er nicht, also mit am Start. Extra am Samstag hergekommen, um den Schreibtisch aufzubauen. Jetzt steht er. Licht und so weiter ist alles gerade noch nicht an. Ton ist gerade nur von der Kamera, also alles noch nicht gut. Aber so wollen wir eben die Show produzieren. Ich habe mega Bock drauf. Wir werden in den nächsten Monaten und Jahren so viele Gäste einladen. Paul Rippke hat auch schon gesagt, wenn er hier in Köln ist, dann hat er Bock vorbeizukommen. Er hat sich eigentlich selbst eingeladen, ne? Ja. Wir haben ihm davon erzählt, von unserem neuen Konzept und so weiter. Er fand schon mal ganz gut, das hat uns natürlich auch sehr, sehr gefreut. Und er wird auch vorbeikommen. Viele andere Leute natürlich genauso. Und die werden dann da sitzen, wo jetzt Niklas ist. Und die Show soll so ein bisschen widerspiegeln, was ich in den letzten Jahren auf YouTube gemacht habe, was diesen Kanal so auszeichnet. Und es ist zum einen, dass ich immer Bock habe, Neues zu erfahren. Auch so ein bisschen tiefer gehen. Ja, ein bisschen Niveau haben wir schon. Wir wollen ein bisschen mehr wissen. Und das soll sich eben auch auf die Gespräche mit den Gästen dann in der Show übertragen. Dann auf der anderen Seite, dass wir aber auch Spielkinder sind. Ne? Das wird hier nicht alles todernst sein. Wir werden auch Spiele miteinander spielen. Und da kommt ein weiterer Punkt dazu. Ich bin total competitive. Nicht nur im Rennsport, sondern überall, Leute. Ja? Ich will gewinnen. Und zwar werde ich gegen jeden Gast antreten. Also es gibt am Ende auch immer einen Gewinner. Mein Ziel ist selbstverständlich, jeden Gast zu schlagen. Werden wir mal sehen, ob ich das hinbekommen kann. Und zu guter Letzt, Qualität, Leute. Das haben wir auf YouTube immer gemacht. Selbst meine Let's Plays am Anfang, da war ich noch stolz darauf, dass ich 720p und eine normale Mikrofonqualität hatte. Und gerade seitdem ich Vlogs mache, haben wir wirklich jedes Jahr versucht, die Qualität auf noch ein neues Niveau zu heben. Und das wollen wir auch eben hier mit der Show machen. Etwas, was es in YouTube Deutschland so noch nicht gibt. Ich glaube, da sind wir zu dritt auch ganz gut unterwegs. Lichtshow, wie gesagt, kommt alles, wird alles programmiert in den nächsten Tagen. Und dann geht es auch bald los hier mit der ersten richtigen Folge von der Felix Show. Bis dahin, aber... Ach, guten Tag. Nettes Ding hast du da. Wir sehen uns heute, ja? Diesen Monat gibt es noch ein bisschen Vlogs. Also drückt nach oben, wenn es euch gefällt und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Mach's gut. Ciao. Ciao.